Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 409. Episode dieses City Skylines Snowfall After Dark und Natural Disasters Let's Play. Ja, wir haben ein Verkehrsproblem seit 3-4 Episoden. Ich habe eben schon mal so, ja, einfach um Zeit vergehen zu lassen, hier ein paar neue Straßen rangebaut. Aber das Verkehrsproblem an sich ist immer noch da. Und zwar hier diese Tunnelachse. Den Weltraumlift habe ich deaktiviert, damit hier keine Touristen nachströmen. Weil die Touristen, die wollen alle hier über diese Straßen, über diese Straße in diesen Tunnel. Und haben dann hier ein Problem. Es gibt immer wieder Trantüten, die genau hier an dieser Stelle stehen bleiben. Oder hier in diesem Bereich, wie beispielsweise dieses Fahrzeug hier. Der pennt sich gerade in aus. Dexter White. Na, irgendwann wachen sie dann wieder auf und dann geht's weiter. Gut, der Knoten ist schon ein kleines bisschen hier Platz. Also hier auf dieser Achse. Na, war eben mehr Bewegung in der Pause. Mal gucken, ja. In der letzten Episode hatten wir den Stau bis hier ungefähr, wo der Mauszeiger ist. Das ist schon ein klein wenig abgeflossen. Also ich vermute, dass die Veränderung hier mit diesem Tunnel, dass die schon was gebracht hat. Aber dass das halt eben noch Zeit brauchen wird, bis das, ja, sich rumgesprochen hat und bis das alles abgeflossen ist. Hm, hier stehen sie ein bisschen weiter. In der letzten Episode standen sie ungefähr bis hier. Ja, bin ich mal so hin und her gerissen. Was ich da jetzt machen kann. Im Grunde genommen auch nur beobachten und hoffen, dass jetzt sich mal, guck mal hier, fahren sie so ein bisschen nach. Aber dauert ewig lange. Ha, und hier stehen sie auch, was weiß ich, stehen ja 3-4 Autos auf einer Stelle teilweise. Und hier seht ihr das, wie dieses Viereck sich verschiebt. Das sind Fahrzeuge, die sich übereinander gebackt haben mit der Zeit. Na, komische Sache. Ja, Alternative wäre, den Verkehr nochmal komplett zu resetten, die Geschichte nochmal von vorne zu starten. Weil die Fahrzeuge, die hier die Gedenkminute einlegen oder hier, die suchen halt eben noch ihre alten Verkehrsverbindungen, die sie sich rausgesucht haben, als sie auf der Map gespawnt sind. Die Verbindung ist nicht mehr da, deswegen stehen sie rum und wissen nicht, was sie tun sollen. Irgendwann kommen sie, haben sie dann eine Lösung. Machen irgendwelche crazy Geschichten, indem sie hier zwei Spuren wechseln, um dann doch hier hinzufahren. Jetzt fahren sie geradeaus. Also der jetzt eben, den wir beobachtet haben. Aber es ist Bewegung da. Man kann natürlich auch nicht ausschließen, dass der Verkehr, der hier generiert wird, generell zu viel ist, generell zu stark ist, dass ich irgendeine andere Lösung mir einfallen lassen muss. Achso, eine kleine andere Sache hatte ich noch gesehen. Irgendwo. Ah, ist mittlerweile weg. Hier in der Ecke wurde die ganze Zeit nach Steuern gefragt. Und das liegt daran, dass das kein Büro hier ist, sondern noch Industriegebiet, was das ja mal früher war. Mal wegnehmen. Was hier? Warum fehlt da eine Ecke? Man weiß es nicht. Mal schnell abschwenken hier den Bereich. What? Ach, hier war mal eine Tunnelausfahrt, die ich ja weggenommen habe. Ich vergessen, die Bereiche nachzumalen. Ja, das kommt immer wieder mal vor im Eifer des Gefechts. Na, mache ich ja ab und zu mal zwischen den Episoden, dass ich das komplette Stadtgebiet einfach mal hier abchecke, ob irgendwo irgendwelche Lücken sind, wie beispielsweise hier. Muss hier brauche ich gar nicht drin malen. Hier wird ja niemals was entstehen, weil es hier keinen Straßenanschluss mehr gibt. Das hat er irgendwie nicht gemerkt. Ich habe das hier umgebaut, das war vorher anders hier an der Stelle. Irgendwie hat er das nicht ganz mitbekommen. Hm. Was wäre denn, wenn ich beispielsweise jetzt hier so ganz crazy einfach eine Straße reinmale und wieder wegnehme? Ja, dann hat sich ein Klient ein bisschen verbessert. Mal so und so. Und so. Und so, mal ganz verrückt. Dann noch hier. Natürlich crazy, völlig sinnlos. Hat mich auch ein paar Häuser gekostet. Aber ist nicht wegzukriegen. Mein Lieber, was ist denn da los? Komische Sache.
Na. Na, müssen wir wohl mit leben. Krieg so nicht weg. Habe ich keine Idee, wie. Wenn ihr da was wisst, Kommentarbereich bitte. So, wir gehen nochmal in die Verkehrslupe. Checken mal den Rest ab. Vergisst man ja auch schnell, wenn man sich an einer Ecke so ein bisschen festfrisst. Übersieht man gerne mal irgendein Verkehrsproblem, was sich an anderer Stelle ereignet. Nur der Norden sieht gut aus. Was machen hier oben die Häfen? Hier gibt es ein Heizungsproblem. Ja, mittlerweile haben wir auch wieder eine ordentliche Zuwanderung. Die letzte Strom- und Wassereinstellung, die war, habe ich gemacht, als wir bei ungefähr 200.000 Leuten waren. Da könnte man mal gucken, das könnte eng werden. Strom haben wir noch genug. Warum gibt es denn hier ein Heizungsproblem? Warum ist die Heizungsproduktion jetzt so sch... Ach, weil es wieder so wahnsinnig kalt ist. Na, es gibt ab und zu Tage oder Nächte, wo das mal an die minus 30 Grad geht. Und da reicht die Heizungsproduktion nicht aus. Das heißt, man müsste immer in diesen Nächten noch ein Heizkraftwerk mehr zuschalten. Ich meine, gut, rein monetär gesehen können wir uns das leisten. Dann stelle ich da einfach noch ein Ding ran und dann haben wir da auch wieder Ruhe. Ungefähr hier. Da gibt es ein Stromproblem, da muss ich aufpassen. Und dann darf Papa noch ein Rohr verlegen. Katsching. So, du dürftest das Problem lösen. Das wird sich aber auch erst dann lösen, wenn ich die Zeit wieder weiterlaufen lasse. 2,3. 100 Megawatt? Das ist ja nicht doll. Tja, wenn ich das über die Steuern regeln möchte, beispielsweise hier, müsste ich ja Wasser hochregeln. Aber Wasser sollten wir ja noch genug haben. Dann haben wir hier praktisch ein... Oh, nee, Moment. Wasserverbrauch 2,6. Wasserpumpkapazität 2,7. Da sind wir an und für sich auch schon relativ nah dran. Ein kleines bisschen mehr geben. Dann gehen wir hier auf 115 und auf 110. Dadurch müsste dann mehr Wasser gepumpt werden. 2,8 auf einmal. Tja, Heizungsproduktion 2,4. Heizungsverbrauch auf immer nur noch 1100 Megawatt, weil es minus 16 Grad ist. Schön umsonst gebaut, das Ding. So, was? Dann schalte ich ihn einfach ab. Und schalten wieder zu, wenn es das nächste Mal ein Engpass gibt. Oder wenn die Stadt groß ist. Oder größer ist. Jetzt muss man wieder runtergehen auf 2,3. Und dann kann ich hier 3 Stück abschalten. Und dann jedes Mal, wenn es richtig kalt wird, wieder zuschalten. Whatever. Das ist auch ein blödes Hin und Her. Also da möchte ich als Major, als Bürgermeister auch mehr Möglichkeiten haben. Was ist hier los? Ach, hier reicht der Strom nicht mehr, weil ich hier die Deponie weggenommen habe. Das hier war mal. Moment, ich gehe mal nach oben. Schalte ihn hier ab. Hier hatte ich mal ein Industriegebiet. Habe ich abgerissen, braucht man nicht mehr. Und hier ist immer noch ein Friedhof, der sich entleeren soll, aber keinen Strom hat und es deswegen wahrscheinlich nicht tut. 4,31, sonst wäre mehr geworden. Leute, wer stirbt denn hier in der Ecke? Verstehe ich nicht. Was soll der Scheiß? Weil vorher kann ich das Ding nicht löschen. Solange da noch Tote drauf sind, geht das nicht. Du hast auch Strom. Keine Fahrzeuge in Verwendung. Hast du Strom? Oder. Ah, das muss auch erstmal im System ankommen. Und ich muss die Zeit natürlich dafür laufen lassen. Vergisst man auch gerne mal. Na, werd mal blau, bitte. Irgendwann heute noch so. Sehr gut. Und jetzt müssten ja auch wieder Leichenwagen spawnen. Die hier ein bisschen Tote wegschaufeln irgendwie. Da, eins. Er sagt eins, aber wir sehen das Fahrzeug nicht. Vielleicht noch im Keller irgendwie hier. 4,21, 2. Okay, die Wagen, die spawnen, die nehmen 10 Tote mit. Man sieht sie aber nicht. Ist das nicht auch ein bisschen merkwürdig? Warum? Was ist da los?
Unsichtbare Fahrzeuge. So, wir wollten aber generell den Verkehr abchecken, hatten hier im Norden uns umgesehen, haben uns dann wieder irgendwie hinreißen lassen. Aber hier sieht's auch gut aus. Ich meine, hier ein bisschen rot, aber das bewegt sich da irgendwie. Dann sind wir hier am Hauptverkehrsknotenpunkt, beziehungsweise am Hauptverkehrsproblem, was wir gerade haben. Das ist das, was ich meine. Hier stehen sie jetzt. Keiner weiß warum. Eine Ampel scheint es hier nicht zu geben, weil die anderen ja fahren. Aber da ist Bewegung drin, das ist gut. Was ist hier mit dem Stau? Wie lang ist der jetzt? Ah, der ist wieder fast hier am Tunnel dran. Na, ich meine, ich könnte auch, das abgeflossen ist, könnte ich hier einfach ein Stück Autobahn rausnehmen. Und dann kommen sie einfach nicht mehr. Dann kann das auch einigermaßen abfließen. Oh, hier ist besser. Nee, Quatsch. Oder? Doch, ist ein bisschen besser geworden. Ich bin der Meinung, dass diese Straße auch zu zwei Dritteln knallrot war letztes Mal. Was ist hier los? Warum wird da über Steuern gemeckert? Hier ist noch eine Industrie angesiedelt. Hier ist generell noch Industrie. Ach ja, Ölgeschichte. Hier, Öl. Auch fast alles abgesaugt. Könnte man auch ein kleines bisschen verändern. Obwohl hier noch dunkle Stellen sind. Teilweise weiß ich nicht, ob das die Bäume sind. Weil das da mehr Bäume, seht ihr ja beispielsweise hier. Dann wird es da ein bisschen grün oder braun. Ich bin farbenblind, das ist mir ein Problem. Aber das hier sieht so eher grau aus. Da fehlt mir so die Wärme in der Farbe. Das heißt, ich vermute, dass hier noch irgendwo nein, Öl drunter ist. Ich dachte, das wäre jetzt. Nee, das scheint ein Baum zu sein, der direkt hier auf diesem Lot drauf ist. Was ist das? Reiterhof oder irgendwas? Ich hätte gerne Übersicht. Ich würde gerne wissen, was hier los ist. Ist das hier? Einfach ein paar Ölfässer? Nee, das sind hier so eine Kabelrollen. Irgendwie. Ein Reiterhof ist das aber auch nicht, weil die reiten mit Sicherheit nicht auf Hirschen oder auf Elchen rum. Das ist hier Weihnachtsmann, irgendwas. Hier, die Zwerge, hier bauen sie die Geschenke oder so. Ja, Weihnachtsmann-Werkstatt, genau. Können wir dich einfach mal kurz nehmen, entführen? Würdest du auch hier hinpassen? Würdest du, okay. Dann packen wir dich mal hin. Hoffen, dass wir dann denken, das auch wieder rückgängig zu machen. Dann schlürfe er das Öl hier drunter mal weg. Und wenn das hier alles schön hell, schön weiß ist, dann können wir das hier auch alles wegnehmen. Wobei, hier könnten wir schon mal wirken. Okay. Haben wir den. Und nehmen die hier dann raus. Ah, ist ein bisschen fummelig. Was Besseres fällt mir jetzt so nicht ein. Natürlich auch nicht günstig, dass wir gerade nur 4% Arbeitslosigkeit haben, was natürlich eine tolle Sache ist. Aber hier werden sich keine Leute finden, die hier mal schnell das Öl wegmachen. Ja, und eine Bude, die meckert, das ist auch witzig. Und wir sehen, hier ist Bewegung am Tunnel. Das heißt, das fließt hier langsam ab. Das ist cool. Meine Verkehrsmaske. Natürlich auch blöd, da hier viele Bahnen und viele Busse mit drin stehen, die beispielsweise über diesen Tunnel kommen und auch ja, über diesen Tunnel, ja, und auch über diesen Tunnel, die stehen natürlich hier fest und machen ihren Job hier irgendwo in der Stadt nicht. Das ist natürlich auch doof. Hier bewegt sich der Stau hier, ist immer noch so lang, hat sich nichts getan. Und der Stau ist hier unten wieder länger geworden. Aber jetzt ist hier in dem Tunnel ordentlich was los. Das ist natürlich sehr gut. Ich würde gerne hier unten wieder ein bisschen frei haben. Damit hier die Busse und so nicht festhängen. Ja, können wir aber so von hier aus erstmal nichts machen. Ich glaube, wir malen hier ein wenig an der Straße weiter. Was hatten wir da als letztes? Ich glaube 462. Das messe ich mal nochmal nach. Und zwar von hier bis zur Mitte. Zeigt da an 462. Das heißt, das nächste sind 400.
475 ab hier. So, wir würden gerne ihn haben. Gucken nach 90 Grad, das ist hier. 475. Macht er. Und das Spaltmaß scheint auch schick zu sein. Okay, hier wird uns dann eventuell wieder Strom nerven, kann das sein. Gehen wir mal weg. Was hängt an dem Strom? Oh ja, der Hub hier, das ist natürlich wichtig. Der muss Strom haben. Wo können wir alternativ? Wir könnten alternativ uns das von hier holen. Ja. Na, solange wir hier bauen, wird das immer ein Hin und Her sein hier mit dem Strom. Das passt mir nicht. Also zieh ich mal ihn nach rechts weg hier. Auch wenn ich das hier so nicht mag, mit Stromlinien über das Wasser. Aber das lässt sich nun mal nicht vermeiden. Wir können ja, obwohl hier fahren ja keine Schiffe lang. Aber Schiffe fahren einfach durch das Kabel durch. Deswegen habe ich an anderer Stelle hier das Kabel so hoch wie möglich gemacht. Guck mal hier, das macht er hier von ganz alleine. Hier sind, was weiß ich, 10 Meter und hier sind bis 1 Meter. Hier der Sockel darunter. Och, komisch. Ah, was soll's. Kleinigkeiten, ne? Wir haben schlimmere Probleme. So. Müsste ja gleich wieder Strom ankommen und den Leuten müsste es wieder gut gehen. Gibt es Kriminalität am Kraftwerk? Hier ist doch Polizei und Feuerwehr. Packt ihr das nicht hier mal kurz vorbeizufahren oder so? Und hier, was ist da los? Na, wegen Strom oder wie? Und hier ist ja nicht ein Zug. Ach, wird wahrscheinlich jetzt anderthalb Episoden schon ohne Strom sein. Das heißt, wir können damit rechnen, dass es irgendwo auch wieder hier diese blauen Symbole gibt. Dass Gewerbebetreibende nicht genug Waren im Regal haben. Ach, whatever. Irgendwas ist ja immer. So, wir hatten gerade die 475, dann sind wir jetzt bei 488. Und ich habe normale Straße, damit kann ich alles irgendwann ersetzen hier wieder gegen Straße mit Bäumen. Mann. Manno, ihr müsst doch mal was sagen. Ich kann mich da hier nicht so was machen lassen. So, 90 Grad wären ungefähr hier. 488 habe ich gesagt. Das wird bis ungefähr hier gehen. Sieht soweit gut aus. Ich gehe mal näher ran. Ihn unterbrechen mal wieder. Weil ich will ja nicht, dass beispielsweise eine Müllabfuhr von hier irgendwo schaffen geht. Das will ich nicht. Die sollen mal alle schön in ihre Bereiche bleiben. Also auch, dass eine Müllabfuhr von hier nicht hier oben eine Mülltonne leert. Deswegen sind hier auf den ganzen Brücken und den Tunneln halt eben ist es verboten, dass da Servicefahrzeuge und so durchfahren können. Weil das betrifft ja auch die Feuerwehr, das betrifft die Polizei, die Krankenwagen. Das hilft überhaupt nicht. So, hier müssen wir ein wenig von wegnehmen, wenn wir weitermachen wollen. Noch mehr davon. Hier können wir auch schon mal prophylaktisch. Und hier. Ups, die alte Stromlinie, die können wir eigentlich dann auch wegnehmen. Und das Einzige, was er macht, ist uns im Weg stehen. Hier ein bisschen. So, 488, dann sind wir bei 501. Ab hier. Da gibt es irgendwie Grund zur Veranlassung. Irgendwas ist hier los. Was könnte es denn sein? Vielleicht sieht man ja irgendwo was, dass irgendwo was rot vorgehoben ist. Hier würde er machen. Also kann ich davon ausgehen, dass der rechte Teil irgendwo in Ordnung ist. Sind vermutlich eher links irgendwo. Obwohl so würde. Hä? Wo so würde es gehen? Was ist denn da los? Moment.
Das okay. Und das nicht okay. Was ist denn da los? Auto ist bereits belegt. Ist das ein Problem, dass das hier schief ist? Nee, das kann kein Problem sein. Probieren wir mal von der anderen Seite. Wo das Ergebnis wahrscheinlich dasselbe sein wird. So, 90 Grad links. Verlängern auf 501. Da ist dieses Pixel. So, das ist auch alles okay. Aber andocken kann ich an der rechten Seite nicht. Sind wir an irgendeinem VMAX dran? Gibt es irgendein Limit oder so? Kann man mal rauskriegen, indem wir den überspringen und 514 hier machen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Limits oder Begrenzungen gibt. Stell ich einfach mal in Frage. 514 habe ich gesagt. Okay. Hier würde er alles machen, aber hier ist problematisch. Was ist das denn? Ah, ich sehe was stört. Und zwar hier so ein Erdbebensensor. Den müssen wir mal. Oder nee, ist so ein Ausguck, weltmäßig. Das müsste reichen, wenn wir den einfach einen Meter nach links schieben. Nochmal Strom an, weil die Dinger sind echt schwer zu sehen. Also die Erdbebensensoren und hier diese Försterhütten. Ah ja. Das könnte. Oder nee, das sind es doch mehr als 13 hier von der Entfernung her. Da 26, das ist ja. Das nervt ja praktisch hier die 514er Straße. Warum können wir die 501 nicht bauen? Weil wir hier ihn hier haben. Das haben wir nicht gesehen. Straße. Entfernung. Straße geht ganz knapp dran vorbei, aber wahrscheinlich zu knapp. Nehmen wir einfach. Stellen ein paar Meter weiter rein und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. So. Andocken. Mal aufpassen, dass oben rechts 90 Grad sind. Und dann 501. Tada! Oh. Und drehen wir ja völlig durch. Machen wir die 514 auch noch schnell. Oh. Sag mal, ist ja nicht so einfach, das hier sich so kameramäßig einzustellen, dass man das alles sieht. Ungefähr hier 19, 512, 13, 14. Und der hat irgendein Problem. Gut, dem werden wir uns annehmen, aber erst in der nächsten Episode. Ich bedanke mich bei euch. Klick. Dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.